Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, in Amsterdam zu sein und danke, dass Sie an so einem kalten Nachmittag hierher gekommen sind. Was gibt es Allgemeines zu sagen zur Mitte des Lebens, wo doch jedes Leben eigentlich anders verläuft? In Deutschland, in den Niederlanden, die einen leben allein, die anderen waren nie verheiratet, wieder andere sind geschieden, andere sind verheiratet, verwitwet. Einige leben in einer langjährigen Partnerschaft, andere in einer zweiten oder dritten Ehe. Einige sind noch voll berufstätig, vielleicht auf der Suche nach neuen Stellen. Andere beginnen freiwillig oder gezwungenermaßen die Berufstätigkeit ein bisschen abzusenken. Die einen werden Großeltern, die anderen haben noch ganz kleine Kinder, wieder andere sind kinderlos. Biografien in Westeuropa sind sehr unterschiedlich. Und die Lebensläufe von Männern und Frauen sind oft immer noch sehr grundsätzlich verschieden. Für Frauen ist das Thema Mutterschaft mit 50 eigentlich endgültig beantwortet, außer Jalalanini. Das ist eine Ausnahme. Männer können auch danach noch Vater werden und mancher Mann bricht mit 50 neu auf, gründet eine neue Familie, eine Option, die Frauen so eigentlich nicht offen steht. Aber bei aller Verschiedenheit habe ich in Gesprächen immer wieder erlebt, dass dieser 50. Geburtstag doch so ein Markierungspunkt ist, an dem Menschen innehalten. Das liegt daran wahrscheinlich, dass wir mit 50 wissen, das Leben wird ein Ende haben. Mit 50 ist die Lebensmitte eigentlich längst überschritten, auch wenn wir heute mit einem längeren Leben rechnen können. Trotzdem ist 50 als gefühlte Mitte ein besonderer Punkt. Wir sind endgültig nicht mehr jung. Wir können uns noch so jugendlich geben, 50-Jährige haben den Scheitelpunkt hin zum Alter überschritten. Alt sein will aber niemand in unserer Gesellschaft, die geradezu fanatisch auf Jungsein fixiert ist. Diese Mitte ist also voller Spannungen. Mehr als die halbe Wegstrecke ist vorüber, aber trotzdem bin ich noch mittendrin, gespannt und ein bisschen bange vielleicht auch, was da noch kommen könnte. Als Christin verstehe ich mein Leben in Gottes Hand gehalten. Und für mich gehört zum Älterwerden auch der jeweils biblische, christliche Aspekt dazu. Das Buch, das in Deutschland am Ende des Jahres 2009 erschienen ist, habe ich in 10 Themen gegliedert, wo ich immer versuche, die Balance zwischen zwei Spannungsfeldern zu finden. Die Mitte finden zwischen Loslassen von Kindern und dem Begleiten der alt werdenden Eltern. Für den Körper sorgen, Schönheit feiern und im Alter doch Kräfte entdecken, Veränderungen wagen, älter werden, aber auch freier werden, Lebenserfahrungen durchmachen, Wüsten durchqueren und Gärten bewässern, Beziehungen schätzen, Partnerschaft pflegen und Freundschaft stärken, das eigene Suchen allein sein lernen, aber auch Aufbrüche wagen, Neuland betreten, Gelassenheit einüben und innere Stille finden, Angst, Ängste überwinden, Krankheit kennen und Glück genießen, Vergänglichkeit annehmen, das heißt Grenzen erfahren und oft auch Abschied nehmen und Lebenslust entdecken, Heimat finden und mutig alt werden. Interessanterweise hat dieses Buch, ich habe mich heute ein paar beim Interview gefragt, warum, das weiß ich nicht genau, hat es aber in die Spiegel-Bestsellerlisten im Bereich Sachbuch geschafft, sogar einige Wochen auf Platz 1. Und die Auflage auf Deutsch liegt jetzt bei 432.000 Exemplaren. Das Buch wurde ins Französische, Italienische, Koreanische und vielen Dank jetzt auch ins Niederländische übersetzt, auch Miriam für die wunderbare Übersetzung. Mich hat das gewundert, den Verlag auch, der war überrascht, freudig überrascht, kann man sagen. Ich kann mir den Erfolg nur damit erklären, dass diese Mitte Menschen beschäftigt. Käufer dieses Buches sind in der Regel Käuferinnen über 40. Das wurde von manchen Rezensenten etwas süffisant belächelt in Deutschland. Ich finde, sie unterschätzen aber, dass Frauen, wie die Statistik nachweist, mehr lesen als Männer. Und sie nachgewiesenermaßen eher über die Sinnfrage nachdenken
und vielleicht auch jenseits der 40 mehr Zeit dafür haben als in der Rush Hour vor den 40. Geburtstagen.